Hallo, ich bin Effi, eine lizenzierte Guide bei Corfu Perspectives Guided Tours. Wir möchten Ihnen einige Geschichten über Orte und Menschen erzählen, die Sie vielleicht kennen, aber es gibt noch viele Geheimnisse zu entdecken. Heute reden wir über das Dorf Boas. Das charmante Freilichtmuseum Boas befindet sich in Danilla, 9 Kilometer von Corfu-Stadt entfernt. Es handelt sich dabei um eine wunderschöne Nachbildung eines korfiotischen Dorfes aus dem 19. Jahrhundert. Boas entstand in den 1970er Jahren und war zu dieser Zeit einzigartig in Korfu und Griechenland. Die Familie Boas finanzierte die Attraktion eigenständig. Zwei korfiotische Händler, Emilios und Dimitris Boas, reisten damals ins spanische Pueblo Español und waren von diesem Erlebnis so inspiriert, dass sie bei ihrer Rückkehr nach Corfu ein Freilichtmuseum eröffneten, das mit dem vergleichbar war, das sie gerade besucht hatten. Das Dorf Danilla in der Nähe von Corfu-Stadt bot einen potenziellen Bauplatz. Die Brüder nahmen einen Kredit der Pisteos Bank auf, weshalb am Eingang des Dorfes eine Filiale dieser Bank eröffnet wurde. Als sie auf der Insel ankamen, begannen sie gleich mit der Suche nach und dem anschließenden Kauf aller traditionellen, regionalen Artefakte, die sie entdecken konnten. Dazu gehörten Baumaterialien wie Ziegel, Fliesen, Bügen, Türen, Fenstern, Konsolen und umfunktionierte Haushaltsgegenstände. Die Architekten und Designer dieses Freilichtsmuseums wollten das Gefühl eines typischen korfiotischen Dorfes einfangen, indem sie diese architektonischen Formen und Merkmale nutzten. Am 11. Juli 1978 fand die Eröffnungsfeier vor einer großen Menschenmenge und vielen staatlichen Vertretern statt. Wenn Sie durch Boas, eine charmante Umgebung mit verwinkelten Gassen und interessanten Gebäuden schlendern, begeben Sie sich auf eine paradiesische Zeitreise. Zwei Reihen zweistöckiger Gebäude im Dorf sind Reproduktionen des typischen Stils des 19. Jahrhunderts. Anfangs gab es Läden an der Hauptstraße, die lokales Gewerbe anboten. Die Läden wurden an Lederarbeiter, Stickereien, Silberschmiede, Weberinnen, Holzarbeiter und Tonarbeiter vermietet, die zusammen einen kleinen korfiotischen Markt schafften. Es entstand eine atemberaubende Umgebung mit Geschäften und Überresten vergangener Epochen. Es gibt zwei Plätze im Freien, Gassen, Treppen an der Hauseingänge, rote und ockerfarbene Wände neben grünen Fenstern, venezianische Laternen, Obstgärten mit Obstbäumen, Gemüsegärten und Weinberge. Die Kirche der Heiligen Irini mit ihrem markanten korfiotischen Glockenturm steht in der Mitte des Dorfes hervor. Sie wird für Hochzeiten und Taufen sowie für Ostern und am 5. Mai genutzt. Direkt neben der Kirche gibt es ein Café, das seine ursprünglichen Holztische und Bänke, Fliesenböden und alle ursprünglichen Eisenwaren aus dieser Zeit bewahrt hat. Das kleine Café bietet den idealen Rahmen für ein erfrischendes Getränk, griechischen Kaffee oder eine Runde Oso mit Snacks. Es gibt sowohl eine Taverne im Freien als überdacht für diejenigen, die traditionelle korfiotische Gerichte probieren möchten.
Es ist möglich, Wein zu kaufen, der in einem traditionellen Weingut im Dorf hergestellt wird. Hinter der Tür neben dem Weinkeller befindet sich eine alte traditionelle Olivenpresse. Von Bedeutung ist auch der Beitrag des kofiotischen Schriftstellers und Journalisten Kostas Daphnis, der an einem eigenen Ort hinter dem Café ausgestellt wird. Ein Folkloremuseum, das sich in einer Nachbildung eines alten kofiotischen Herrenhauses befindet, gibt es ebenfalls. Das Museum zeigt ein kofiotisches Familienhaus aus einer vergangenen Zeit. Einheimische und Besucher, die hierher kommen, um den magischen Aura dieses Ortes zu erleben, lieben Boas. Auch einige bekannte Filme und Fernsehsendungen sowie Werbespots nutzten Boas als Drehort und verbreiteten so die Bilder in die ganze Welt. Seit der Übernahme in Greg Hotel im Jahr 2000 dient Boas als idyllischer Veranstaltungsort für zahlreiche private Veranstaltungen, die exklusiv von Greg Hotel geplant werden. Für diejenigen, die sich für die Bräuche und Geschichte vieler Orte interessieren, ist ein Spaziergang durch diesen Ort ein unvergessliches Erlebnis. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat und Sie mehr wissen möchten, schauen Sie sich unser Blog unter korfuguidedus.com an. Danke fürs Zuschauen!